Servus vom Serve, herzlich willkommen. Stell dir vor, du bleibst mit deinem Auto irgendwo stehen, in der Pampa, wo keiner ist, wo keine Sau jemals wieder vorbeikommt und weil dir der Sprit ausgegangen ist. Also irgendwo in der Pampa stehst du und dir ist der Sprit ausgegangen. Jetzt hast du erstmal Stress, außer du hast einen Reservekanister dabei und weiter geht die Fahrt. Aber angenommen, du hast jetzt keinen Reservekanister mit Sprit dabei. Frage an dich, was nützen dir all deine Wertgegenstände jetzt in dem Moment, die du im Auto dabei hättest, die du vielleicht am Körper tragen würdest, also alle Wertgegenstände der Welt, was nützen die dir jetzt, um weiterzukommen, wenn du in dem Moment stecken geblieben bist? Nichts. Und genauso ist es beim Geld. Du musst stets flüssig sein, um sicher weiterzukommen. Und am Ende des Videos zeige ich dir, wie das die Großen handhaben. Aber irgendwo liest man doch immer wieder, ja, Geld muss arbeiten, Cash bringt keine Rendite. Oder hat mich ein Kunde damit konfrontiert, hat ein Gespräch mit seinem Steuerberater und hat ihm erzählt von meinem Plan, dass wir also sechsstellige Rücklagen aufbauen, sechsstellige Cashbestände auf dem Tagesgeldkonto. Und da hat der Steuerberater also mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, für was brauchst du sechsstellige Rücklagen? Was soll denn passieren? Es ist Geld, was gar nicht genutzt wird und damit unnötig, weil es einfach so rumliegt. Und die Einnahmen kommen ja so oder so und wenn er mal ernsthaft krank wird, dann gibt es ja seine Krankenversicherung. Hä? Bitte? Ein Steuerberater findet Liquidität blöd? Dazu muss man sich die Frage stellen, ob ein Steuerberater als Vorbild für den Vermögensaufbau taugt. Warum? Ich will da niemandem zu nahe treten, aber Steuerberater sind in der Regel Zahlenmenschen, also sehr mathematisch ambitioniert. Und ganz ehrlich, Geld unverzinst oder geringverzinst rumliegen zu lassen, ist natürlich mathematisch unsinnig. Aber ich will dir drei Gründe nennen, warum das Ganze Bullshit ist. Weil erstens, das Gefühl von Sicherheit ist unbezahlbar. Das zweite, wenn es scheitert, scheitert es doch am Cash. Siehe dem Kanister. Also dann, wenn ich eben nicht flüssig bin, um zum Beispiel auch Chancen ergreifen zu können. Ich kann beispielsweise 10 Jahre lang auf einem Berg von Cash sitzen und mache trotzdem mehr Ertrag als die Leute, die permanent investiert sind. Die Kunst ist meines Erachtens Cash und Vermögen, was für mich arbeitet. Also bitte nicht zu klein denken. Und drittens, in der Theorie können 100.000 Euro Cash Mist sein, aber in der Praxis eben nicht. Die können ganz schnell weg sein, auch wenn nichts Schlimmes passiert. Und da möchte ich dich mal auf ein kurzes Gedankenspiel einladen. Stell dir mal vor, du buchst einen gescheiten Kurs bei einem Vordenker aus den USA, wie beispielsweise einen Tony Robbins. Plus, du hast vielleicht ein halbes Jahr Einkommenseinbußen, weil du eine Idee, ein neues Projekt ausbrütest. Und du holst dir noch ein paar Leute ins Boot, die dir helfen, das Ganze mit umzusetzen. Und schon sind 100.000 Euro alle. Geschweige denn, wenn es wirklich mal kracht und die nächste Krise kommt. Ich hatte dir eingangs versprochen zu klären, wie das die Großen handhaben, also die, die als Vorbild taugen. Ich habe mir mal 5 große Firmen ausgesucht, das sind Werte aus 2017. Ich habe das Ganze mal in die Shownotes unten reingepackt, da kannst du das nachlesen, was ich dir hier sage. Mal angefangen bei einer Coca-Cola, die hat 27 Milliarden Dollar Cashbestände bei 10 Milliarden Dollar Umsatz. Eine General Electric hat 44 Milliarden Dollar Cash bei 118 Milliarden Dollar Umsatz. Eine Alphabet, aka Google, hat 95 Milliarden Dollar Umsatz. Rücklagen, Cash-Rücklagen bei 110 Milliarden Dollar Umsatz und eine Microsoft hat 133 Milliarden Cash-Rückstände bei 96 Milliarden Dollar Umsatz und eine Apple als letztes 261 Milliarden Dollar Cash bei rund 229 Milliarden Dollar Umsatz. Frage an dich, hast du deinen Jahresumsatz, also 12 Monate, als Cash-Reserven? Denn Unternehmen mit prall gefüllten Kriegskassen gehen selten in Konkurs, egal was ihnen die Wirtschaft antut. Und Achtung, nur Investoren wollen, dass dein Geld arbeitet, dass das Geld da draußen immer arbeitet, weil sie nur so Geld verdienen. Denk mal drüber nach. Denn Liquidität ist wie der Sprit in deinem Tank, der dafür sorgt, dass du immer mobil und nie stecken bleibst. Wenn auch du immer genug Geld auf dem Girokonto haben willst, also förmlich im Geld baden willst, dann geh auf www.mehrvomgeld.de und buch einen Termin mit mir, denn in Reserve steckt Serve. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Dein Michael. Ciao, ciao.